Ich frage mich jeden Tag, wann etwas bricht oder etwas irgendwo Pech habe. Ich frage mich, wieso habe ich das Glas gewählt? Aber es ist eigentlich ein faszinierendes Material. Das Faszinierende am Glas ist, dass das Glas so variieren kann von der Herstellung, dass es andere oder sehr große Variationen an den physikalischen Eigenschaften letztendlich dann enthält. Also Fensterglas ist ganz was anderes als das Glas, was man im Auto drin hat, oder das Displayglas, das man praktisch am Handy hat, beziehungsweise Lampen, Vorschaltlinsen sind wieder aus ganz anderen Gläsern. Die haben ganz andere physikalische Eigenschaften. Weder Neringa Vasiljauskaite noch Raimund Förg haben sich schon zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn für das Glas entschieden. Sie ist Künstlerin, die eigentlich mit Grafiken arbeiten wollte. Er ist Physiker, der sich ursprünglich mit Silizium beschäftigt hat. Trotzdem sind sie beide bei eben diesem Werkstoff hängen geblieben: Glas. Ihr Motiv? Faszination. Wie funktioniert das und warum? Eben diese Frage sollen auch die Betrachter stellen, wenn sie mit Neringas Kunstwerken konfrontiert werden. Ja, ich glaube, ich will Betrachter verwirren. Ich lade ihn sozusagen ein, um tiefer in die Arbeit zu gehen. Also da bewegen, wo der Kreis ist, weil es ist auch am Anfang nur schwarze Fläche, wenn man gegenüber das betrachtet ist. Und wenn man an die Seite bewegt, dann ist es wieder eine Farbenwechsel. Ihre Kunstwerke bestehen aus verschieden beschichteten Gläsern, die je nach Ausleuchtung, Blickwinkel und Positionierung anders zusammenwirken und ein breites Spektrum an Farbvariationen erzeugen. Farbe, Licht und Form. Also Form ist es für mich auch ziemlich wichtig geworden, sage ich mal, weil ich von dieser Glasmalerei komme, von Flächesachen. Aber es hat jetzt so Richtung Objekte gegangen und mich interessiert, wie die Farbe, wie die Licht an die Arbeit kommt. Wie verändert sich die Form? Wie verändert Licht die Farbe und die Form zusammen? Erste Arbeiten könnte ich nicht kontrollieren. Ich war in die Werkstatt. Ich habe diese Effekte auf die Wand und dachte, ach ja, das funktioniert. Aber wenn ich dann erstmal meine Arbeiten ausgestellt habe, dann habe ich verstanden, dass es doch sehr kompliziert ist und es immer anders ausschaut und ich muss bereit sein, akzeptieren oder nicht, wie das in die bestimmte Raum aussieht. Ich rechne sehr viel, weil es hat auch sehr viel mit Physik und Wissenschaft zu tun. Und das Glas ist so ein Material, wo sehr viel rechnen muss, obwohl muss man auch bereit vor Überraschungen sein. Ich schaue, wie das funktioniert, wie das reflektiert, welche Farben kann ich zusammennehmen, ob ich da sozusagen nur eine Scheibe, die reflektiert grün und rosa habe, oder ob ich die verbinde, ob da blau nach oben kommt oder blau nach unten kommt, je nachdem, was ich brauche. Wenn ich die Formen bekomme oder Scheiben bekomme, dann fängt meine Arbeit an, so handwerkliche Arbeit, sage ich mal. Vorher muss dann noch Idee sein. Kleben, schneiden, polieren, schleifen, aufhängen, schauen, ob das funktioniert überhaupt, was ich danach gedacht habe, ob ich da was verändern soll, ob ich das zerschneide und mit komplett anderer Scheibe verbinde. Also dann fängt dann Kunst an sozusagen. Nachdem Neringa im Jahr 2011 ihr Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München angetreten hatte, entwarf sie vor allem eckige Kästen und Quader. Inzwischen beschäftigt sie sich aber vorrangig mit runden Formen.
ich mache ja das, wer ich bin. Also ich glaube, also ich habe diese viereckige Boxen oder Kisten, kann man nennen, wie man will, Formen angefangen, als ich nach München kam. Das war wahrscheinlich kein Zufall, weil es hat mich, für mich alles geändert. Ja? In Litauen habe ich da komfortables Leben gehabt und in München musste ich wieder meine alle Existenz gründen, sozusagen von neu anfangen. Und diese viereckige Formen hat wahrscheinlich für mich diese Klarheit gebracht, ja? Weil ich am Anfang war nur alles unklar und ich wollte wahrscheinlich diese Komfortzone bauen mit viereckigen Formen, geschlossene Formen. Das ist noch nicht die Ende. Ich glaube, da könnte ich weiter mit Kugel arbeiten, mit Prismen und alles Mögliche. Doch wie funktioniert Neringas Kunst denn nun? Diese Frage kann uns der Physiker Professor Raimund Förg beantworten. Man hat hier ein breitbandiges Licht, also sehr viele verschiedene Farben sind im weißen Licht enthalten. Und bestimmte Farben werden transmittiert, also gehen durch das Glas durch. Dann sieht man das bei den Boxen oder bei den Würfeln in der Mitte drin meistens auf diesem weißen Hintergrund. Und die Komplementärfarbe wird reflektiert. Also hier haben wir praktisch die Reflexion zurückreflektiert und die Transmission, was ich auf dem weißen Hintergrund sehe. Das Licht geht durch das Trägermaterial durch und jetzt ist aber so, dass die Lichtgeschwindigkeit vom Trägermaterial abhängt. Also wie schnell sich das Licht in dem Medium ausbreitet, hängt vom Medium selber ab. Ja? Kann man auch, sagen wir mal, analog zur Schallgeschwindigkeit erklären. Die Schallgeschwindigkeit im Wasser ist viel, viel höher als in der Luft. Und genauso ist es zum Beispiel auch mit Licht. Das Licht hat eine andere Geschwindigkeit im Medium Glas zum Beispiel als im Medium Luft bzw. im Vakuum. Und die Beschichtungen sind jetzt Materialien mit unterschiedlichen Dichten, folglich unterschiedliche Lichtgeschwindigkeiten. Das heißt, das Licht breitet sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in den Schichten aus und auch im Träger. Und es führt dazu, dass sie verschiedene Farben interferieren, das heißt positiv interferieren, werden verstärkt oder bestimmte Farben werden ausgelöscht. Und da können Sie sich jetzt schon vorstellen, das hängt ganz speziell vom Materialart, also wie groß die Geschwindigkeit ist, und natürlich auch von der optischen Weglänge, also wie dick diese Beschichtung ist. Das heißt, ich kann hier mit Farben spielen, wenn ich genau die Dicke dieser Dielektrikas bestimmen kann und abscheiden kann. Wenige Nanometer an Schichtdicke reichen aus, um das Farbergebnis vollkommen zu verändern. So exakt kann Neringa in ihrer Werkstatt nicht arbeiten. Deshalb lässt sie sich ihre Scheiben von großen Firmen beschichten, die über die technischen Möglichkeiten verfügen. Doch Glas kommt natürlich nicht nur in der Kunst zum Einsatz. Im Technologieanwenderzentrum in Spiegelau wird der vielseitige Werkstoff wissenschaftlich durchleuchtet. Einerseits haben wir Industrieforschung, das heißt, die Industrie kommt zu uns mit einem konkreten Problem und sagt, wir wollen eine Lösung für das Problem haben. Das sind dann wirklich bilaterale, ich sage jetzt mal, Unternehmungen zusammen mit Industriepartnern. Einerseits neue Gläser, gesteuert von der Universität Bayreuth, und andererseits vielleicht neue technische Anwendungen von Glas, ganz konkret vielleicht Glasscheiben, die wir pressen, oder kleine Strukturen in Glas oder Präzisionslinsen für Hochleistungsoptiken. Da kommt ein Unternehmen und sagt, wir wollen sowas gerne entwickelt haben und dann machen wir das für die. Und das zweite, was hier entsteht, sind Erkenntnisse, auch sehr produkt- und anwendungsnah, die sich aus Förderprojekten ergeben. Als konkretes Beispiel haben wir da momentan ein Projekt, mit dem wir Ultraschallsensoren aus Glas machen wollen. Das heißt, wir wollen Glas als chemisch inertes Material verwenden für die Intensivmedizin, dass wir hier Ultraschallsensoren bauen, damit wir praktisch die Atmungsfrequenz, die Atmungsmenge anhand dieses Ultraschallsignals messen und erfahren. Zielanwendung ist in der Intensivmedizin eben für Beatmungsgeräte.
Herzstück von unseren Ideen, von dem ganzen Team, wird realisiert über diese Präzisionsblankpresse. Das ist jetzt ein Gerät von Moore, ein amerikanisches Modell, gibt asiatische Modelle von Toshiba auch. Diese Geräte werden normalerweise eingesetzt, zum Beispiel zum Pressen von Präzisionsoptiken in Kameras. Also was wir in den Handykameras drin haben, diese Linsen, die werden auf solchen Geräten hergestellt. Da kann man in Abhängigkeit von der Form, in die das Glashalbzeug reinkommt, sehr genaue Linsen pressen, die dann eben zu einer super Abbildung, wenig Formfehler, wenig Farbfehler in der Kamera führen. Glas ist ein unendlicher Rohstoff. Auf unserer Erdkruste haben wir das größte Vorkommen an diesem Material. Das heißt, es wird uns nicht ausgehen. Wir werden also kein Problem haben, wenn wir irgendein großvolumiges Produkt erzeugen, das aus Glas besteht, dass wir irgendwann einmal Rohstoffprobleme haben. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass man auf Nachhaltigkeit geht. Und Glas ist ein unglaublich nachhaltiges Material. Professor Förgs Forschungen zur Entwicklung neuer Anwendungsbereiche von Glas erfordert ein großes Maß an Kreativität. Genau wie die Arbeit von Neringa. Gewisse Parallelen zwischen Wissenschaft und Kunst lassen sich nicht leugnen. Ich glaube, es ist sehr Physik. Es ist sehr viel Physik und ich am Anfang sogar das nicht verstanden, dass es so wissenschaftlich ist. Ich denke mal, die Abstraktion ist vielleicht ähnlich wie in der Kunst, aber viel angewandter. Wir versuchen nicht immer Lösungen zu finden oder was man braucht, also was das Leben leichter macht. Wobei, das ist bei der Kunst vielleicht auch so, ist ja was ästhetisch Schönes, macht das Leben vielleicht auch leichter. Also ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt, aber ich würde mich sicher nicht als Künstler bezeichnen. Nein, in einen Topf zu werfen sind Kunst und Wissenschaft gewiss nicht. Doch die Faszination für den Werkstoff Glas, die Künstlerin Neringa Vasiljauskaite und Professor Raimund Förg verbinden, verdeutlichen die Wechselwirkung der beiden Bereiche. Die Kunst stellt Fragen, die Wissenschaft sucht Antworten.